Hi und willkommen bei meinem Freitagsvideo, dem Freitagsgelaber. Also, heute labere ich über Nähe und Vertrauen und über eben solche Sachen. Ich habe zurzeit etwas Probleme, was ich nicht weiter eingehen möchte. Allerdings wurde mein Vertrauen von einer Freundin, der ich viel anvertraut habe, leider missbraucht. Klingt komisch, ist aber so. Und deswegen dachte ich, ich rede einfach mal über dieses Thema, weil es ist schon wichtig. Ich muss sagen, ich bin nicht der Mensch, der schnell vertraut, obwohl ich den Standverkäufern beim Markt oder so immer sofort glauben würde und vertrauen würde, wenn die sagen, mein Artikel ist der beste. Und den reduziert Schildern vertraue ich auch immer. Ja. Oder im Angebot. Da habe ich ein ganz schlimmes, das ist eine ganz schlimme Sache bei mir. Ich habe eher weniger Vertrauen bei Menschen, weil ich die nicht einschätzen kann. Ist ja auch schwer, wenn man die Mimik und die Gestik und alles nicht so ganz versteht. Dann fällt es extrem schwer, jemanden zu glauben, wenn er sagt, ich bin nicht böse auf dich. Wenn er dann aber eben in deinen Augen böse guckt. Ich vertraue deswegen immer auf mein Bauchgefühl, weil damit bin ich bisher sehr gut gewesen und ich hoffe, dass sich das auch weiterhin so ist, aber man wird sehen. Ich entscheide auch Dinge immer aus dem Bauch raus. Zum Beispiel habe ich mich entschieden, ja, diese YouTube-Sache hier zu machen, habe ich aber auch so eine Entscheidung aus dem Bauch raus, wo ich mir gedacht habe, ja, ich soll es vielleicht mal probieren. Oder auch, wenn ich mein Bausparvertrag, der war auch so eine Entscheidung aus dem Bauch raus. Obwohl mir da auch viele gesagt haben, es ist eine kluge Entscheidung und ich bin mir immer noch nicht ganz schlüssig, ob das so eine kluge Entscheidung war oder nicht. Man wird sehen. Ja, zum Thema Nähe kann ich Folgendes sagen. Ich bin nicht jemand, der so unbedingt auf Nähe aus ist. Ich finde es schön manchmal, wenn ich mit meiner Mutter auf dem Sofa sitze und wir uns zusammen irgendwas ansehen. Oder auch einfach nur hier auf dem Sofa zu sitzen und sie arbeitet gerade irgendwelche Sachen, so wie unsere so Einladungskarten oder sowas. Oder auch an Weihnachten ihr beim Arbeiten zuzuschauen, finde ich auch immer recht schön. Einfach dieses, so finde ich Nähe an sich eine gute Sache. Ich für meinen Teil muss auch sagen, mir fällt es leichter. Entschuldigt, die Kamera ist heute zu weit oben. So. Jetzt ist auch noch das Lichtverhältnis anders. Gruselig. Ich persönlich muss sagen, mir fällt es einfacher, Nähe zu ertragen, wenn sie von mir ausgeht. Also, wenn ich meine Mutter umarme, fällt es mir einfacher, als wenn meine Mutter mich umarmt. Wobei meine Mutter eh jemand ist, der bei einer Umarmung immer die Arme hochhebt, so wie zwei Flügel, und ich sie dann umarmen kann und somit die Nähe habe, aber auch nicht unbedingt die Sorge haben muss, dass sie mich dabei berührt. Und ich muss sagen, ich vertraue meiner Mutter im Punkt Umarmungen sehr. Oh Gott, meine Nase juckt. Also falls ich niese, Entschuldigung. Mein Vater, dem vertraue ich in diesem Punkt auch. Aber ich muss sagen, ich habe auch schon viele Geschichten erlebt, wo ich gesagt habe, ich mag keine Berührungen und mich dann jemand in Anführungszeichen dazu gezwungen oder genötigt hat, doch noch irgendwie so Berührungen, man könnte jetzt sagen, austauschen zu müssen. Da gibt es diese Geschichte, eine Bekannte der Familie ist mir mal in der Stadt begegnet und die war überschwänglich, weil sie mich seit Jahren nicht gesehen hat, was kein Wunder ist, viele sehen mich jahrzehntelang nicht.
Und fand es dann eine lustige Idee, mich zu tätscheln. Und zwar so. Aber ich wollte nicht berührt werden. Mir war die Berührung zuwider. Es hat wehgetan. Es war furchtbar. Und ich habe es nicht in dem Moment so richtig. Also ich war dann nicht so, dass ich sagen konnte, dass es irgendwie irgendwann wieder okay gewesen wäre. Ich bin dann nachts, ehrlich gesagt, glaube 4, 5 Stunden am Waschbecken gestanden und habe da mit allem möglichen Zeug versucht, diese Schmerzen wegzurubbeln. Also mit Seife und Wasser, was voll unlogisch war, aber ich war halt noch jünger. Und habe gedacht, wenn ich es nur lang genug wegschrubbe, dann tut mir jetzt auch weh zu tun. Das ist übrigens meine Mutter. Die kocht mir gerade ein Abendessen, Tortellini mit Tomatensauce. Das wird bestimmt lecker. Wo bin ich stehen geblieben? Ach ja. Oh, ich habe mich verlaufen in meinen Gedanken. Ja. Und am nächsten Tag bin ich dann aufgewacht und mir hat der Arm so furchtbar wehgetan und alles. Dann sind wir auch verhältnismäßig recht schnell zu einem Arzt gegangen. Und der hat mir dann gesagt, ich hätte eine Sehnenscheidenentzündung von dem Rubbeln. Wobei ich bis heute nicht vergesse, wir sind zu diesem Arzt gegangen und waren im Wartezimmer. Und dann bin ich da auf der Arztpritsche, glaube ich, heißt das Teil, gesessen. Und dann ist der Arzt so reingekommen und seine erste Frage war: Kann sein, dass Ihr Kind ein A ist? Und in dem Moment habe ich mir gedacht, so, weil da war es für mich noch recht frisch und ich war auch noch nicht so weit, dass ich da irgendwie dazu stehen hätte können oder so. Da war mein erster Gedanke, um Himmels Willen, sieht man es mir 10 Meter entfernt schon an oder was? Ist das so wie eine Leuchtreklame über meinem Kopf oder was? Im Nachhinein habe ich auch oft überlegt, ob das so eine typische Sache ist, die halt manche A's haben oder nicht. Ich habe auch recht schnell herausfinden dürfen, kennst du einen A, kennst du einen A. Es ist wirklich, es gibt so viele Unterschiede. Mein bekannter Theo zum Beispiel, der kann Berührungen auch nicht ab, aber der fängt dann an, literweise Milch in sich reinzuschütten, um das irgendwie zu verarbeiten. Ja. Dann bin ich jetzt irgendwie voll rausgekommen. Es gibt natürlich viele Menschen, die mir es gut gemeint, mich trotzdem umarmen möchten und mir nahe sein möchten. Und ich verstehe es und ich wünsche mir in vielen Situationen, es würde für mich auch gehen. Aber das ist unser Eierwecker. Mein Essen ist gleich fertig. Yay! Er tut's halt nicht. Und es ist ja schon an sich so eine Sache. Und wenn man dann etwas verzwingen möchte, das funktioniert gar nicht. Also, mein Tipp, wenn ihr ein A in eurem Umfeld habt, wenn ihr selbst ein A seid, versucht zuerst mal umarmt den anderen, bevor er euch umarmen kann. Sagt, wenn jemand euch die Hände schütteln will, ich bin kein Händeschüttler oder sowas. Wenn ihr es nicht sagen wollt, warum, dann sagt sowas wie Bakterien waren oder irgend sowas. Das funktioniert oft. Wenn jemand euch versucht, trotzdem anzufassen, muss ich zugeben, ich versteinere dann immer. Und das ist so eine blöde Situation. Ich werde dann zu so einer Statue. Ich kann mich dann nicht richtig wehren, bin aber zu meinem Glück wirklich, kann ich da mich zu 99% auf meine Babette verlassen oder auch auf meine Mom oder auch auf Katie oder auf so viele. Oh, Entschuldigung, auf Kit Kat. Eigentlich wollte ich keine Namen nennen. Oh. Naja, jetzt kann ich auch noch gerade sagen, dass ich meine Mutter meistens Cookie nenne. Benannt nach dem teuersten Kaffee der Welt, weil sie mir das teuerste auf der Welt ist.
Ich habe damals einen Bericht im Fernsehen gesehen und hab das Wort falsch verstanden und dachte, das heißt Cookie und in Wirklichkeit heißt der Cookie-Loba. Aber das Cookie ist dann hängen geblieben. ja, ich kann mich dazu wirklich sehr auf meine Familie verlassen, dass die mir helfen im Punkto Abschirmen von Berührungen und muss nicht so durch die Stadt laufen wie, naja, wie so ein Zinnsoldat, der die ganze Zeit so rum, also wirklich stocksteif rumläuft, immer in Angst, irgendeiner fasst mich an. Weil meine Mutter sagt von sich aus sehr oft für mich, mein Kind mag keine Berührungen und sowas. Also ich muss es nicht sehr oft sagen, viele wissen es inzwischen auch schon. Manche beachten es nicht. Bei manchen geht es besser, bei manchen geht es schlechter. Es kommt immer auf die Person an. Ich kann jetzt nicht pauschal sagen, jede Berührung tut mir gleich weh. Es kann passieren, dass mir die Berührung von Beispiel TomTom, okay, jetzt kommen wir auch noch mit TomTom, okay, weniger weh tut als die von Salzstange. Mir fallen gar keine besseren Namen ein. Und wiederum die von Salzstange mir weniger wehtut als die von George. Das kommt immer drauf an. Ich muss es für mich rausfinden, wer, wie, wo, wann und was geht. Und ich bin auch eher so der Typ, ich frage vorher, kann ich dich im Arm nehmen oder so. Einfach aus dieser Gewohnheit heraus, dass ich ja, ich werde selten gefragt, sagen wir es mal so. Viele nehmen mich, oh, da haben wir wieder den Eierwecker. Oh Gott. Viele Leute nehmen einen einfach in den Arm, weil sie denken, es wäre jetzt der richtige Moment. Und es ist aber nicht wirklich der richtige Moment. Ich bin so jemand, wenn ich Nähe möchte, dann gehe ich auf jemanden zu. Wenn nicht, dann möchte ich auch wirklich gerade keine Nähe haben. Es gibt Zeiten in meinem Leben, da bin ich berührungstechnisch total groß dabei. Es gibt Zeiten, da darf man mich nicht mal ein bisschen berühren, weil es nicht geht. Aber ich habe für mich auch so festgestellt, ich kann Berührungen von Menschen, denen ich vertraue, besser ab als von anderen. Wobei ich wiederum, das Lustige ist, Leute, die ich gar nicht kenne, gehen wiederum besser als Leute, die ich so ein bisschen kenne. Ich bin sehr verkorkst, also schwierig. Aber alles in allem versuche ich ja auch nur irgendwie es so zu machen, dass es für mich geht. Ich hoffe auch mal, dass ich irgendwann einen Partner finde, der da für Verständnis hat, der das so, wie es ist, akzeptieren kann. Ich möchte auf jeden Fall viele Kinder haben. Also, viele klingt jetzt schon so extrem, aber so 1 bis 2, maximal 3. Und ja, ich möchte, es ist ja auch alles so ein Wunsch von mir. Allerdings macht mir zurzeit der Gedanke, dass mich jemand, den ich, naja, jetzt noch nicht kenne, aber dann vielleicht kennenlerne, aber momentan macht mir dieser Gedanke der Nähe mehr Angst, als dass er irgendwie mir so angenehm wäre oder so. Ja, Teddybären mag ich deswegen so gerne. Ich liebe Teddybären. Da kannst du dich reinkuscheln und die sind einfach da. Als ich ein Kind war, wollte ich immer diesen Kuschelsack haben mit den riesen Pranken. Oh Gott. Aber mir war immer klar, den will ich wahrscheinlich einmal benutzen und dann will ich ihn wegwerfen, weil er so ungemütlich ausgesehen hat immer. Ja. Was? Ich bin gerade, Entschuldigung, ich bin hier gerade mitten im Video.
Ich glaube, meine Mutti möchte jetzt, dass ich mein Abendessen esse. Drum mache ich es jetzt noch kurz und gebe noch eine kurze Zusammenfassung der Tipps. Nämlich, findet raus, wie für euch die Berührungen am besten sind. Falls ihr irgendwelche Tricks oder Ideen habt, die vielleicht bei euch gut funktionieren, schreibt es mir ruhig in die Kommentare oder wenn ihr Fragen habt. Weil ich kann ja auch noch viel lernen. Ich meine, ich bin nicht auf die Welt gekommen, um über meine Art zu klugscheißen. Ich bin noch ganz am Anfang des Lernens, sage ich. Immer so gerne. Ich nenne es immer so gerne Jung-A, weil ich bin mal einem A begegnet, der ist mir vorgekommen wie die weiseste, klügste Person aller Zeiten, weil der für alles irgendwie schon wusste, wie es bei ihm geht. Und ich noch bei mir so ganz viel am Herausfinden bin. Ich mag auch, also sowas wie, wenn Sommer ist, dann legt er seinen Schlaf so, dass es funktioniert, dass wenn er aufwacht, es dunkel ist, aber die Läden schon immer noch aufhaben. Wo bei mir nicht funktioniert, weil ich dann irgendwie zu früh aufwache. Das ist ganz komisch. Sobald das Licht ausgeht, wache ich dann irgendwie auf. Ja. Oder einfach solche Sachen. Und ja. Schreibt es in die Kommentare, falls ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt. Ich bin immer da. Auch auf Facebook bin ich zu finden. Da müsste hier oben ein Link sein. Oder auf der anderen Seite. Das wäre dann da oben. Das weiß ich nicht, weil meine Kamera ist immer irgendwie total komisch. Entweder die ist spiegelverkehrt oder nicht. Ich weiß es nie genau. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn ihr es gut fandet. Lasst mir einen Daumen nach unten da, falls ihr es schlecht fandet. Abonniert mich und wir sehen uns dann nächsten Mittwoch. Dann wieder mit einem nicht so ernsten Thema. Bis dahin, ciao. Ja, wartet. Oh Mann, ist so schwierig. Ciao.